Herzlich willkommen hier aus Straßburg. Mein Name ist Arne Lietz. Ich bin der SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt. Ich wäre selber gerne heute mit in Magdeburg bei der Tagung, bei der Konferenz, beim Austausch. Der Bundestag steht ins Haus. Das heißt für mich auch als SPD-Mitglied, dass wir Delegierten- und Vordelegierten-Sitzungen haben und wir heute die erste Runde bestimmen, die dann weiter unsere Kandidatin oder unseren Kandidaten und dann auch die Landesliste weiter mitbestimmt. Und vor dem Hintergrund kann ich heute leider nicht kommen. Nichtsdestotrotz ist das Thema ein Thema, was mir ein echtes Herzensanliegen ist. Ich freue mich sehr, dass GoEurope so aktiv ist in dem Kommen nach Brüssel, nach Straßburg. Hier gibt es sehr viele Aktivitäten neben anderen Vereinen bei uns im Land, die europäische Jugendarbeit, Austausche ermöglichen. Und wir haben diese Woche sehr hart und intensiv darüber gesprochen, diskutiert, ob im Haushalt 2017 beispielsweise Geld zur Verfügung gestellt werden soll für ein freies Interrail-Ticket. Das sagt sich so leicht daher, wäre natürlich schön, aber wir haben noch keine Ausfinanzierung der sogenannten Erasmus-Plus-Programme, also ganz gezielte Austausche, auch Studentenaustausche, die uns sehr viel mehr erst einmal am Herzen liegen, sie auszufinanzieren. Aber auch der Punkt, dass die Jugendgarantie, das heißt eine Ausbildung zu bekommen, um dann in einen Job zu kommen, hier Gelder weiter investiert werden müssen, damit Jugendliche insbesondere im Süden Europas die Chance bekommen, auch ihren Lebensweg zu gehen. Und das war sehr eindrücklich. Junge Europäerinnen und Europäer waren bei uns auf einer Konferenz der Sozialdemokratie in der letzten Woche in Brüssel. Und dort haben junge Leute selber gesagt, dass sie es für besser halten, dass das Geld für gezielte Jugendaustausche, Jugendprogramme ausgegeben wird und nicht für ein Interrail-Ticket, was von kurzfristiger Dauer ist, aber die anderen Programme gar nicht ausfinanziert sind. Eine große Herausforderung ist natürlich, und da bin ich Christian Schaaf auch sehr dankbar, dieses Thema auch bei uns im Bundesland anzusprechen, wie wir diese gemeinsame Chance gemeinsam auch stemmen. Nicht wahr? Das sind europäische Programme, es gibt europäische Unterstützung, aber die Frage ist, wie setzen wir diese Programme auf und wie werden Institutionen auch bei uns in den Landkreisen oder aber auch durch unser Bundesland dazu ertüchtigt und in die Lage versetzt, hier diese Arbeit zu leisten. Und ich freue mich sehr, dass Petra Grebenne heute mit bei der Veranstaltung ist und dass darüber auch gesprochen wird, wie man das jetzt zusammenbringt, diese europäischen Instrumente und die Unterstützung auch aus unserem Bundesland. Und ich freue mich sehr, an diesem Prozess auch weiterhin teilzuhaben, beziehungsweise auch Gedanken mitzugeben. Vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen zu fragen, wie das in anderen Bundesländern gewährleistet wird, sodass wir die Chance tatsächlich ergreifen und gleichzeitig uns nicht damit übernehmen und hier aber einen guten gemeinsamen Weg finden. Das wird heute mit Thema werden auf der Veranstaltung, zu der ich alles Gute wünsche und mich dann freue, erneut von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und von den Organisatoren zu hören, wie wir weiter gemeinsam an diesem Thema arbeiten können. Beste Grüße aus Straßburg und ich gehe jetzt hier ins Plenum, wo wir eine Abstimmung haben werden, auch zum Thema, wer den Europäischen Menschenrechtspreis bekommt. Und vor dem Hintergrund alles Gute. Tschüss.